Ich werde oft gefragt, was ich glaube, was das Starship kann. Es gibt Menschen, die sagen, Glauben kann einen auch in den Himmel bringen. Bei Starship reicht ein bisschen Ahnung von Physik, um zu wissen, dass es uns deutlich weiter als bis zum Himmel bringen kann. Kurz und knapp, ja, das, was wir aktuell über das Starship wissen, erlaubt den Schluss, dass es ziemlich viel Zeug zum Saturn bringen kann. Und auch die NASA beginnt gerade komplett umzudenken, was das Missionsdesign angeht, weil das Starship einfach alles ändert. Ziemlich viel Masse an einem Stück in den Orbit und wenn gewünscht auch deutlich weiter. Und das für relativ wenig Geld. Wir klären heute, wie du jedem Schwätzer da draußen sagen kannst, wo das Starship realistisch hinfliegen kann. Und warum bei der NASA jetzt ein komplettes Umdenken durch das Starship begonnen hat und was das für dramatische Verbesserungen für die Erforschung des Sonnensystems bringen wird. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen magst, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren, denn hier bekommst du ja jede Woche neuen Input zum Thema Raumfahrt.